Ja, es wurden ja insgesamt drei politisch relevante Posten neu gewählt. Der Posten des Bundesschatzmeisters und seines Stellvertreters. Und im Falle, wie gesagt, der Nachwahl auf dem Beisitzerposten, Nachfolge für Andreas Kalbitz, müssen wir hier das generische Femininum bedienen und wollen das ja auch gerne, obwohl das in der Partei nicht so besonders beliebt ist. Es ist eine Beisitzerin, Joanna Kotar, digitalpolitische Sprecherin im Bundestag. Und die ist jetzt auch bei uns zum Interview zu Gast. Frau Kotar, vielleicht noch ganz kurz. Sie haben jetzt einen Posten geerbt von Andreas Kalbitz, der aus der Partei ausgeschlossen worden ist, weil er beim Eintritt in diese Partei, in die AfD, nicht angegeben hat, dass er Verbindungen zu rechtsextremistischen Organisationen hatte. Finden Sie diesen Rauschmiss, von dem Sie ja jetzt profitieren als neues Mitglied des Bundesvorstandes, korrekt? War das richtig? Es blieb dem Bundesvorstand gar keine andere Wahl, als diesen Rauschmiss zu beschließen. Wer die Wahrheit nicht sagt, wenn er in die Partei eintritt und Dinge verschweigt, die wirklich wichtig sind, der hat leider verloren und der muss leider die Partei verlassen. So sind die Regeln. Und das trifft auf jeden zu, egal ob das Bundesvorstandsmitglied ist oder ein einfaches Mitglied. Gut, Sie haben ja gemeinsam mit 99 anderen einen Brief der 100 unterschrieben in der AfD. Der richtete sich gegen die politische Linie von Björn Höcke und von Andreas Kalbitz, dem sogenannten früheren Flügel. Dafür, dass Sie da als gemäßigt gelten, weil Sie den unterschrieben haben in der Partei, haben Sie gestern eine ziemlich deftige Bewerbungsrede gehalten. Muss man denn eine Stimmungskanone sein, um in einen Vorstand gewählt zu werden? Nein, also die Rede, die kam wirklich aus dem Herzen. Das ist das, was ich denke. Auch wenn man gegen gewisse Parteiströmungen Bedenken hat oder sagt, man muss ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was man sagt, wie man auftritt. Man darf hier keine Vorlagen liefern. Wir vertreten vernünftige Positionen. Heißt das nicht, dass man politisch gesehen vom Programm abweicht oder anders tickt als die Partei? Ganz im Gegenteil, ich halte mich streng an das Programm. Ich stehe hinter allem, was in unserem Programm steht und das habe ich gestern auch zum Ausdruck gebracht. Im Bundesvorstand hängt der Haussegen schief und zwar nicht nur erst seit der gestrigen Rede des Parteivorsitzenden. Wie wollen Sie denn da agieren? Wollen Sie da eher integrativ wirken, Brücken bauen oder werden Sie eine klare politische Linie da verfolgen? Ich würde es gerne so ein bisschen machen wie in Hessen. In Hessen sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Nach der Auflösung des Flügels gehen die konstruktiven Kräfte aufeinander zu, möchten miteinander arbeiten, möchten diese Partei nach vorne bringen. Ich habe es gestern in meiner Rede erwähnt, wir müssen die Kinderkrankheiten loswerden, wir müssen erwachsen werden, weniger über uns selber reden, mehr über unseren Inhalt und die Themen nach vorne stellen. Und das wäre schön, wenn das auch im Bundesvorstand gelingt. Wenn wir nochmal auf die Rede von Jörg Meuthen von gestern schauen, das war ja ein Donnerschlag. Der richtete sich auch gegen Teile der Partei, aber auch gegen Teile der Bundestagsfraktion. Mhm. Da sind Sie ja nun Mitglied. Wie haben Sie das empfunden? Das war ja, Gardinenpredigt ist eigentlich zu schwach ausgedrückt. Das war im Prinzip war das eine Art massiver Kritik des Parteivorsitzenden an Teilen von Partei und Fraktion. Wie haben Sie das empfunden? Ja, das ist in Teilen des Publikums hier nicht gut angekommen. Bei anderen Teilen, die haben Jörg Meuthen gefeiert. Ich denke, wir werden darüber intern im Bundesvorstand diskutieren, sowohl über die Rede als auch über die Reaktion von Herrn Gauland. Und das werden wir ganz in Ruhe klären. Jetzt weiß ich nicht, ob das gerade ein freudscher Versprecher von Ihnen war mit dem Feiern und Feuern. Nein, gut, dann frage ich jetzt trotzdem, ist der Posten oder ist Jörg Meuthen durch diese Rede gefährdet als Vorsitzender? Denn es gab ja jede Menge Unmutsäußerungen. Also so viele haben nicht geklatscht bei dieser Rede gestern. Ja, die Unmutsäußerungen waren laut, aber es gab genauso viele, die geklatscht haben, die dann übers Fernsehen vielleicht nicht so gut rübergekommen sind. Aber ich glaube nicht, dass unser Parteivorsitzender gefährdet ist. Sehen Sie trotzdem eine Gefahr der Spaltung in der Partei, also nicht nur durch diese Rede, sondern dass es eben doch massive Unterschiede gibt, zum Beispiel auch in der Sozialpolitik zwischen Höcke und Meuthen. Die Frage, wie ist die politische, die inhaltliche Ausrichtung, auch die Frage, wie gehen wir mit politischen Institutionen um. Es gab ja gestern sogar einen Beschluss, dass die AfD sich jetzt besonders zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen will, das Grundgesetz beachten möchte. Das sind ja eigentlich Selbstverständlichkeiten, aber da gibt es ja möglicherweise auch in der Partei ganz unterschiedliche Meinungen, wie man mit diesen Institutionen, die ja auch von, wie Sie es immer sagen, Altparteien geprägt wird. Also ich glaube nicht, dass es in der Partei unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, ob wir uns als Grundgesetz halten, auf gar keinen Fall. Aber warum dann dieser Beschluss? Der war doch sehr auffällig. Das wurde ja so nochmal bewusst
hier in der Partei implementiert. Ich finde nicht, dass man das besonders betonen muss. Für mich ist das eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber gerade weil Sie das Soziale angesprochen haben, wir haben gestern hier am Parteitag gezeigt, dass wir sehr konstruktiv miteinander arbeiten können. Und auch wenn wir von ganz unterschiedlichen Positionen starten, von dem Meuthen-Rentenkonzept und dem Höcke-Rentenkonzept, uns in der Mitte treffen können und sagen können, okay, damit können wir alle leben. Und ich bin überzeugt davon, dass uns das auch in vielen anderen Gebieten gelingen wird. Es wird ja auch in diesem Beschluss des Bundesvorstandes von vorgestern Abend, da waren Sie wahrscheinlich noch nicht dabei, weil noch nicht Mitglied, wird ja auch noch mal gesagt, also wenn es Streitigkeiten über Äußerungen von Mitgliedern der Partei gibt oder auch von Beschlüssen der Partei und das Bundesverfassungsgericht würde die sozusagen in einem gerichtlichen Streitfall dann sozusagen als verfassungswidrig bezeichnen, würde man sich da auch dran halten. Die Frage ist, wird jetzt sozusagen die AfD in Zukunft alle ihre politischen Streitfragen dem Verfassungsgericht vorlegen, ob die dann verfassungsgemäß sind? Damit ganz sicher nicht. Also wir werden uns hier keinen Maulkorb aufzwingen lassen. Wir werden Politik nach wie vor so machen, wie wir es machen und wie wir es für richtig halten. Und wir werden die Wahrheiten, die wir erkennen, auch tatsächlich offen ansprechen. Und dann werden wir schauen, wie der Verfassungsschutz reagiert. Wir müssen uns das ein oder andere verkneifen. Absolut, da bin ich bei Ihnen. Vieles war unnötig, was gesagt worden ist. Wir sind eine Partei, die auf dem Grundrecht basiert, die die Freiheit hier in Deutschland verteidigt. Und das müssen wir in Zukunft genauso darstellen. Wie werden Sie in Zukunft mit anderen Parteien umgehen? Die haben ja gestern gesagt, das sind Gegner. Ist nicht irgendwie das Wort Feind auch mal gefallen? Konfrontativ, Konfrontation. Im Bundestag ist klar, das sind politische Auseinandersetzungen. Aber sehen Sie auch politische Bündnisse mittelfristig für die AfD? Die Feindschaft, die kommt ja eher erstmal von den Altparteien uns gegenüber, gerade was der Bundestag angeht. Da kann ich ja manchmal gar nicht glauben, was da passiert. Da hilft die AfD aber manchmal richtig nach, damit man sie angreift im Bundestag. Naja, aber wir legen konstruktive Vorschläge vor, gute Anträge, die abgelehnt werden und die nachher die Altparteien übernehmen und unter eigenem Logo wieder einbringen. Ich meine, also jetzt so auch die Vorgänge der letzten sein. Woche. Glauben Sie nicht, dass die AfD manchmal die Munition an den politischen Gegner liefert, mit der man dann relativ gut auf sie schießen kann? Die eine oder andere Äußerung hätte ich mir persönlich verkniffen. Ja, das ist nicht nötig. Wir müssen da nichts auf dem Silbertablett servieren, weil wir das auch gar nicht nötig haben. Wir haben ein gutes Programm und wenn wir das sachlich vortragen, dann denke ich, werden wir auch weiterhin erfolgreich sein. Gut, soweit Johanna Kottar, digitalpolitische Sprecherin der Partei im Bundestag und das neueste Mitglied im Bundesvorstand. Dankeschön, dass Sie hier waren.